Ein herzliches Willkommen zu Agatha Christie's und dann gab es keines mehr, liebe Freunde der gepflegten Adventure-Unterhaltung. Nach diesem absolut gefühlvollen Intro mit dem schönen, dezenten, schwarzen Farben von Agatha Christie und dann BÄM! Für X-Fire, keine Ahnung was, Soundblaster-Effekts, THQ, keine Ahnung was, starte ich jetzt einfach mal ein neues Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Mein Sohn stört Sie hoffentlich nicht. Madame, könnte ich ihn dafür zu 30 Tagen Zwangsarbeit verurteilen, würde er mich nicht im geringsten stören. Fenster auf, kann er draußen spielen, oder? Fabelhafter Tag, nicht? Hallo? Im Urlaub? Nein. Nur so kann ich. Nein, Leslie. Das ist nicht wahr. Oh, tut mir leid, Mann. Miss! Oh, verzeih, das war dumm von mir. Den kriegst du. Jetzt Stinkefinger. Ein Verrückter. Wahrscheinlich soll ich ihn auch noch verarzten, wenn er sich überschlägt und noch dazu gratis. Na, wenigstens gab's keine Verletzten. Die Wagen sind unbeschädigt. Der Kerl hatte wohl einen Schutzengel. So, das war's. Ich tippe auf die Diener. Am Ende war es meistens der Diener. Willkommen in Stickleven, meine Herrschaften. Ich bin Davis, der Hafenmeister. Oh, pardon. Bin ich zu spät? Jetzt haben wir alle. Das restliche Gepäck ist schon auf dem Boot da vorne. Mensch, das muss er sein. Halbhaftig. Alles klar, Narricott. Fertig, Sir. Gut, Sie übernehmen. Fahren Sie. Es wird Zeit. Jetzt ist es gerade günstig. Ein Sturm kommt auf, das rieche ich. Wieso heißt es Shipwreck Island? Das Wetter schlägt hier schnell um. Es gibt unter Wasser sehr viele Felsen. Der große Felsen an der Spitze einem gestrandeten Schiff. Die Bewohner nennen ihn Shiprock. Sie stammen also nicht von hier, wie ich höre, Mr. Narricott? Nein, Mr. Blau. Das klappt nicht. Bitte gehen Sie über diese Treppe hinauf zum Haus. Meine Frau zeigt Ihnen Ihre Zimmer. Sie werden sich vermutlich erst noch frisch machen wollen. Wo ist Fred? Ich vertrete ihn. Er ist krank. Sie sind sein Bruder. Das sieht man gleich.
Helfen Sie mir tragen? Ja, dann kann ich mir das Haus ansehen. Kapitel 1. 10 kleine Leichtmatrosen zechten in der Scheun. Einem kam ein Schluck verquer. Da waren's nur noch 9. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Narracutt. Jetzt ist alles und jeder untergebracht. Diese Wolken gefallen mir gar nicht. Sie sollten sich vielleicht gleich auf den Rückweg machen. Und schon fängt's an. Keine Sorge, Fred. Ich lass dich nicht hängen. Noch Niesels. Aber das wird noch viel schlimmer. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Hals. Und dann ist das Spiel auch schon zu Ende? Nein, natürlich nicht. Jemand hat mein Boot zerstört. Fred wird darüber nicht sehr glücklich. Das kann ich mir allerdings auch vorstellen. Die Frage ist nur... Das Meer sieht bedrohlich aus. Außerdem wollte ich nicht ohne einen guten Motor stehen. Wer hat das Schiffchen kaputt gemacht und wie kommen wir da jetzt weg? Mr. Narracott, warum sind Sie noch auf der Insel? Jemand hat mein Boot versenkt. Versenkt? Zerstört, meinen Sie. Aber wer in aller Welt würde so etwas tun? Das will ich herausfinden. Aber das bedeutet, wer wird uns denn am Montag abholen? Wenn dieser Sturm nicht nachlässt, niemand. Oje, oje. Kommen Sie schnell rein. Sie holen sich noch den Tod hier draußen. Ich muss meiner Frau beim Essen zubereiten helfen. Ich lasse sie etwas für Sie in der Küche bereitstellen. Danke. Naja. Wo er schlafen soll, möchte ich wissen. Das wird Ethel überhaupt nicht gefallen. Hm. Besucherritze. Der wird sich schon Platz finden lassen. In der Zwischenzeit stecken wir hier unten schon mal alles ein, was nicht nied- und nagelfest ist. Einfach nur, um uns später ein paar Laufereien zu ersparen. Weil das eigentlich auch relativ egal ist zu diesem Zeitpunkt. Da ist schon mal das Alkohol. Sollte ich nicht tun. Ich muss einen klaren Kopf behalten. Ja, Sparbremse. Also. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Dieses Gedicht, das wird im späteren Verlauf des Spiels noch ziemlich wichtig werden. Ihr könnt es euch in aller Ruhe mal durchlesen. Und auf der Seite hier ist das Inventar, da dann die Dinge, die wir eingesammelt haben, die kann man dann hier unten zum Beispiel auch kombinieren. Hier hat man eine Lupe und halt die Zahnräder, wenn man Dinge miteinander benutzen oder auseinandernehmen will. Wird sich im Laufe des Spiels noch öfters mal die Gelegenheit zu geben. Sie sind dran, Herr Richter. Tja, viel haben Sie mir nicht übrig gelassen, muss ich gestehen. Ich wusste zwar, dass Richter sich Geständnisse anhören, aber nicht, dass sie selbst welche machen. Oh, einige Richter könnten dazu Grund haben. Einige Ärzte ebenso, vermute ich. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nicht jetzt, Mann. Sehen Sie denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Entschuldigung, ich bin gar nicht da. In diesem Haus kann man sich übrigens prima verlaufen.
Vor allem, wenn man, wie ich, irgendwie so gar keinen Orientierungssinn zu haben scheint. Also wenn ich schon immer mal was über das über die Architektur und das Innenleben von englischen Landhäusern wissen wolltet. In diesem Spiel werdet ihr eine Menge darüber erfahren. Taschenlampe nehmen wir auf jeden Fall mit. 10 kleine Leichtmatrosen. Entzückend. Und da müsste es dann zur Küche gehen. Das klappt nie, sage ich dir. Wir hätten nie zusagen dürfen. Eine Wochenendgesellschaft nur eine Woche, nachdem wir hier angefangen haben. Und keine weiteren Hilfen. Ethel, beruhige dich. Du hast es mir versprochen. Nie wieder, hast du gesagt. Woher sollte ich wissen? Oh, Mr. Narracott, Ethel wird eine Mahlzeit hier für Sie zubereiten, sobald den Gästen serviert wurde. Jupp. Ich freue mich schon drauf. Diesen Obstkorb braucht ihr bestimmt nicht mehr. Mr. Rogers, könnte ich vielleicht mit Ihnen ein Wort... Vielleicht hat einer der Gäste mehr Zeit, um mit Ihnen zu plaudern. Sie haben alle nichts zu tun. Und er ist mit Geschirrklappern beschäftigt. Oh, die Vorratskammer. Da sammeln wir jetzt erstmal ein. Da unten sind einige Batterien begraben. Juhu, Batteriesäure im Mehl. Naja, wenn es schmeckt. Et voilà. Jedenfalls haben wir jetzt schon mal eine funktionierende Taschenlampe, die werden wir auf jeden Fall noch brauchen. Könnte nämlich sonst sein, dass ein späteres Kapitel etwas duster wird. Oh, wie ich diese quietschende Tür hasse. So, das ist die Bedienstetenwohnung. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Also all diejenigen, die diese Videos in erster Linie wegen der Lösungshilfe angucken. Ihr solltet vor allem jetzt in diesen ersten paar Videos ganz genau aufpassen, denn das Spiel ist ein bisschen buggy. Es kann sein, dass man später mal versehentlich ein Kapitel zu früh startet und deswegen eine Aufgabe nicht beenden kann. Und deswegen sammle ich auch jetzt schon mal die ganzen Briefe ein, die hier rumliegen. Also die ersten paar Videos passiert vielleicht augenscheinlich nicht so viel, was die Story angeht. Aber es ist durchaus wichtig. Sehen Sie nur diese seidene Bettwäsche an. Alles mit GS bestickt. Das war bestimmt die Schauspielerin, die früher hier gelebt hat. Und ich habe sie auf den schmutzigen Fußboden fallen lassen. Ja, das ist schade. Tja, dann gehe ich mal. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Rogers? Danke, Mr. Narracott. Sie wirken wie ein netter Kerl. Es tut mir leid, das mit Ihrem Boot. So, er wirkt wie ein netter Kerl. Also diese versteckten Seitenhiebe, die haben schon was. Fest abgeschlossen. Wer macht denn sowas? Das ist das Zimmer vom Doktor.
billigter Einladungsbrief, den wir direkt mal... Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Das Notizbuch kopieren. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Ich sollte aber lieber nichts nehmen. Er würde es sicherlich bemerken. Okay, dann lassen wir auch die Finger davon. Dann sind wir hier erstmal fertig.